Heinrich, heute war der vierte Verhandlungstag vom Amtsgericht in Stuttgart. Was ist denn heute so vorgefallen? Naja, heute war wieder eines der üblichen Schaustücke, dass hier die völlig wild gewordene Judikative meint, treiben zu müssen, natürlich unter Beihilfe einer Exekutive, einer weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft. Es gab mehrere Vernehmungen, vier Polizisten waren geladen. Das Interessante ist, einer davon mindestens hatte einen ganzen Ordner, den er angefertigt hat über mehrere Jahre hinweg. Also er hat sozusagen eine Art Fleißarbeit Dr. Heinrich Fichtner gemacht, und zwar beginnend schon in der Zeit, als ich noch Abgeordneter war. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er denn so eine Art Vorratsermittlung, ich habe ihn gefragt, also wenn Sie jetzt einen Telegram-Kanal zum Beispiel durchforsten und dokumentieren, fällt es unter die Begrifflichkeit Ermittlungen oder Vorermittlungen? Ja, das tut es. Ja, und obwohl ich damals ja noch Abgeordneter gewesen sei, ja, und die Frage, ob man so quasi auf Vorrat schon mal ermittelt, weil er sagte, er hätte das festgehalten, damit es dann nicht später verschwunden wäre, wenn ich nicht mehr Abgeordneter gewesen wäre. Also eine sehr interessante Auffassung und Stellungnahme, die natürlich unser parlamentarisches System in den Grundfesten erschüttern könnte, wenn das wahr ist, weil dann jeder unliebsame Abgeordnete mal auf Vorrat beschnüffelt werden könnte, um dann, sobald die Immunität erloschen ist, dann so richtig zuschlagen zu können. Ich glaube, das war eine der interessantesten Aussagen, die heute getroffen wurde. Ansonsten natürlich immer die Frage, ist ein Spaziergang ein Spaziergang? Ab wann ist es ein Aufmarsch? Natürlich die verbotenen Aufmärsche. Und naja, wenn man in seiner eigenen Stadt, in seinem eigenen Quartier oder im Nachbarquartier spazieren geht an einem Tag, an dem vielleicht auch eine Demonstration stattgefunden hätte, aber nicht stattfinden darf, weil irgendwelche Gerichte das nicht für gut befunden haben, spazieren gehen darf man doch allemal, und plötzlich wird das kriminalisiert. Aber das ist hier auch eine Mode, eine Marotte. Und mein Anwalt Dr. Löffler sagte zu Recht, das ist Kafkaesk, was sich hier abspielt. Kafka ist der letztlich Taktgeber für das, was hier stattfindet. Deswegen spreche ich auch immer von den Akten. Der vierte Akt ist jetzt abgelaufen. Der fünfte Akt folgt gleich zu Jahresbeginn am 2. Januar. Bitte vormerken, Karten kaufen. Karten gibt es hier kostenfrei. Man kann hier kommen, man kann hier zuschauen, um den Prozess, der heißt nicht der Prozess, ja, der Prozess Fichtner gegen, oder der Staat, der wild gewordene, die wild gewordene BRD gegen Dr. Heinrich Fichtner. Also es ist Korea 2.0, und das ist, habe ich in einem Post hergebracht, und Dr. Löffler bestätigt es. Es ist sozusagen die Absurdität auf die Spitze getrieben. Und man wundert sich ja auch nicht, warum ein Michael Ballweg jetzt bald ein halbes Jahr im Gefängnis sitzt, obwohl es nicht wirklich Habhaftes gegen ihn gibt. Er ist eindeutig ein politischer Gefangener. Und so versucht man auf politischer Ebene unliebsame Menschen mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen, sie letztlich aus dem Diskurs zu nehmen und vor allen Dingen eine Botschaft zu treiben. Halt die Klappe, sonst geht es dir schlecht. So wie Thomas Strobel ja nach der aufgelösten Demonstration am 17.04.2021 auch gesagt hat, das Demonstrationsrecht setzt verständige Demonstrantinnen und Demonstranten voraus. Also der klaglose, schweigende Bürger, das ist der ideale Bürger für diese Staatsbankrotteure, für diese Leute, die letztlich einen freiheitlich-demokratischen Staat delegitimieren. Die Fasers unserer Zeit, das sind die Terroristen. Jetzt habe ich mal noch eine Nachfrage. Du hast irgendwann zwei lateinische Wörter genannt. Ich muss zugeben, ich kann kein Latein. Die Richterin hat die Aufklärung auch nicht zugelassen. Es ist danach ein bisschen eskaliert. Also wer Latein spricht vor Gericht, kann mit Problemen rechnen. Magst du die Wörter noch mal übersetzen? Ja, die Richterin ist ein eigenes Beispiel, ein eigenes trübes Beispiel. Sie hat mir das Wort entzogen. Unter Androhung eines Ordnungsgeldes durfte ich keine Fragen mehr stellen. Also ich, der Beklagte, den sie mutmaßlich irgendwohin verbannen will, darf noch nicht mal die Leute, die als Belastungszeugen herangezogen werden, mit Fragen löchern. Das ist schon unfassbar, und
ich überlege mir, ob ich nicht einen Befangenheitsantrag stelle. Hier ging es um den Pluralis Majestatis oder den Pluralis Modestiae. Also wenn ich von uns rede, also quasi hochherrschaftlich adlig, Heinrich der 13. Reichsbürger, dann wäre dies wahrscheinlich der Pluralis Majestatis. Und wenn ich von uns rede, könnte es aber auch der Pluralis Modestiae sein, dass ich mich einordne in ein großes Ganzes. Wenn ich natürlich sage, uns reicht es, dann meine ich nicht unbedingt eine begrenzte Personengruppe, die in unmittelbarer Nähe ist, sondern dann meine ich unser deutsches Volk, die Bürger dieses Landes. Es reicht ihnen mit diesen bedrängenden, begrenzenden, unterwerfenden, unterdrückenden Maßnahmen. Und wir, das Volk, wir werden uns dagegen auch wehren. Dann noch eine Frage, es ging ja darum, um deine Immunität als Landtagsabgeordneter. Und dann wurdest du ja aus dem Rathaus wegen, welches Delikt war das? Hausfriedensbruch, haben die dich aus dem Sitzungssaal begleitet. Und ja, da ging es darum, der Polizist wusste nicht, dass die Immunität bei Straftaten nicht zieht. Das hatte sich inzwischen auch schlauer gemacht. Ja, das war interessant. Der hätte mich sofort festnehmen können, auf frischer Tat. Red-handed, habe ich jetzt heute lernen dürfen, hat er nicht gemacht, weil ihm das Eisen zu heiß war. Aber andere haben sich nicht gescheut, trotzdem über Monate zu ermitteln. Also so ist die Polizei ganz unterschiedlich unterwegs. Da lieber derjenige, der erstmal zurückschreckt und die Souveränität und Eigenständigkeit eines Abgeordneten respektiert, als die anderen, die hier über Wochen und Monate übergriffig ein fundamentales Recht eines Abgeordneten mit Füßen treten. Also wir müssen noch viel lernen, um den Rechtsstaat zu verstehen. Absolut. Dann sehen wir uns wieder am 2. Januar. Am 2. Januar. Dann wünsche ich dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke, wünsche dir auch Gottes Segen. Tschüss.